Im innersten Zirkel derer, die Jesus nachgefolgt sind, liebe Schwestern und Brüder, offenbart Jesus sich als der, der er ist. Wir haben das gestern gehört. Glaubt, dass ich bin. Jesus benutzt den Gottesnamen, den man nicht auszusprechen wagt, für sich. Das Ergebnis ist keineswegs Begeisterung oder Dankbarkeit. Endlich wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt sprichst du offen. Das sagen die Jünger an anderer Stelle. Das Ergebnis, liebe Schwestern und Brüder, das muss uns nachdenklich machen, denn es ist bis auf den heutigen Tag Verwirrung. Große Verwirrung. Und Jesus nimmt das ernst. Und er sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Hier, unser Evangelium beginnt mit dieser Aufforderung Jesu. An die Jünger damals im Abendmahlsaal wie auch an uns. Wenn wir an die großen christologischen Streitigkeiten, man kann geradezu von Kämpfen sprechen, die die Christentumsgeschichte kennt, dann weiß man, wie groß die Verwirrung ist. Und sie hält bis heute an. Diese Verwirrung neigt sich immer zu der einen oder aber meistens zu der anderen Seite. Es ist nicht schwer, den Menschen davon zu sprechen, dass Jesus ein begabter Prediger war, ein interessanter Zeitgenosse, einer, der sich um den Frieden bemüht hat, der die Kranken geheilt hat. Das ist nicht besonders schwierig. Und Jesus ist ja damit nicht der Einzige. Es gab ja viele neben ihm, nach ihm und vor ihm, die das getan haben. Das findet immer zahlreiche Anhänger. Jesus Leid, so ein bisschen aufgehübscht, je nachdem, wie der Zeitgeist gerade weht, das ist nicht schwierig. Aber das, was Jesus uns gestern gesagt hat, was Jesus in seinen, wie er seine Abschiedsreden eröffnet, dass er Gott ist und dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, außer durch ihn. Naja, wir können das heute besichtigen. Wir können uns zunächst einmal selber fragen. Ja, wie ist das denn dann mit all den anderen Religionen? Wir gehen immer davon aus, und das sind die seltensten Beispiele, dass den Menschen ein Glaube geschenkt wird, der vollkommen klar ist. Glaube als Ergebnis. Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Ja, das kann ich schnell sagen. Aber mit dem Sagen ist es nicht getan. Ich kann mich auch damit trösten, dass ich sage, ja, ich stehe auf dem Bekenntnisboden der Kirche, was die Kirche eigentlich immer geglaubt und betont hat. Ich schlage den Katechismus auf und beruhige mich. Eigentlich ist soweit alles gut. Aber ich muss es in mein Leben übersetzen. Das ist die eigentliche Arbeit. Das andere kann schnell eine Vortäuschung falscher Tatsachen sein. Es hat Konsequenzen. Christentum, Christ zu sein, Christus als Christus zu bekennen, hat immer Konsequenzen. Und das ist nie billig zu haben. Und schon gar nicht mit einem dahergesagten Satz, mag er auch noch so richtig sein. Jesus deutet das an oder er sagt es klar. Das ist ein Weg. Nicht umsonst heißt diese Bewegung der ersten Christen, wir haben es in der Apostelgeschichte in den letzten Tagen gehört, nicht christlicher Glaube, sondern der Weg, die Anhänger des Weges. Das heißt, ich muss zu diesem Glauben hinfinden. Ja, wie soll ich denn da hinfinden? Können wir mit Thomas heute fragen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie sollen wir denn das wissen? Das ist die Herausforderung des Christentums. Dass Christus nicht nur das Ziel ist, sondern auch der Weg zum Ziel. Und das muss ich bereit sein anzunehmen. Ich habe nicht plötzlich eine Erleuchtung wie Paulus vor Damaskus, das wird den wenigsten geschenkt. Dass sie ganz klar wissen, mit wem sie es zu tun haben und das ganze Leben danach ausrichten. Ich habe nicht, am Beginn steht nicht die große Erkenntnis Jesu als Gott und dann lebe ich auch das Evangelium als Folge. Sondern für die meisten von uns ist es so, dass wir das Evangelium leben müssen. Schritt für Schritt, mühsamen Schritt für mühsamen Schritt oft. Um dann zu dieser Erkenntnis zu finden. Viele warten immer auf diesen Klick und dann wissen wir es. Ich bin der Weg,
sagt Christus. Und ihr müsst ihn gehen. Und es gibt viele verschiedene Wege. Aber an dieser Wahrheit, am Ziel, führt gar kein Weg vorbei. Wer den Weg des Evangeliums geht, und zwar konsequent geht, wird immer erkennen, dass Christus der lebendige Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.